Hier oben wäre wahrscheinlich sogar noch mehr davon. Mal gucken, wie sich die Zwerge weiter vorgraben. Wenn nicht, müssen wir oben beim Zwergenhort das Ding errichten und haben dann hier halt einen großen Raum. Vielleicht switche ich dann das Schlafzimmer hierher um. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erst einmal einen Jungzwerg. So, das Ganze noch mit Wänden auskleiden. So. Habe ich genug Eisen für die hübschen Statuen? Ja. Na, eigentlich bräuchte ich gleich schon noch den zweiten Jungzwerg. Weil einen muss ich zum Minenarbeiter machen und den anderen zum... Oh, hier wäre Stein. Okay. Weil wie gesagt, einen müsste ich zum Minenarbeiter machen und den anderen zum... Also einen zum Bergarbeiter, so wollte ich sagen. Und den anderen zum normalen Arbeiter. So oder so. Ich nehme mal nicht an, dass das Spiel so unfair sein wird mit dem Schaman, dass man das nicht ordentlich schaffen kann. So. Wir haben wieder einen Forschungspunkt. Stoffrüstung, dass meine Zwerge alle ein bisschen mehr aushalten, ist nicht verkehrt. Aber hier sieht es doch langsam gut aus mit der Erde. Kann ich den Düngestein? Nein, den muss ich auf Erde platzieren. Ja, so. Wenn ich 3 Felder für Holz und 4 Felder für Dings frei habe, für Nahrungspflanzen, da ist das okay. Dann kann ich die schon mal, übrigens schon mal platzieren. Jedenfalls hier Nahrungspflanzen. So, das... Na ja, gut, wir haben noch Nahrung, aber trotzdem. Wenn der Level 3 ist, wird er zum Bergarbeiter. So, da bauen wir gleich 2 neue Trainingspuppen auf. Wenn die an den beiden fertig trainiert sind, lasse ich sie die Wölfe oben jagen. Na, du bist schon Level 3 geworden, sehr gut. So, Nahrung kommt langsam rein. Hier ist jede Menge Turmalin, das ist auch sehr schön. Und jetzt kann ich die Betten ein bisschen anders managen auch. Beliebtheit wächst ganz langsam noch an.
So, du bist Level 3, du wirst ein Bergarbeiter. Ja, ganz ehrlich, durchs Arbeiten selber kriegen die, glaube ich, mehr Erfahrung. Als wie wenn ich jetzt warte, dass er von selber Level 5 wird. Weil er macht nur einen Schaden weniger als ein Level 6 Zwerg. Aber buddelt auch ganz gut aus. Hey, da ist ja sogar noch mehr Düngezeug. Dann kann ich den Stein vielleicht noch um eins verschieben. Wenn ich hier noch eine Reihe dran setze. So, noch ein Punkt. Gehen wir mal auf Militärspezialisierung und dann auf die Wanderschuhe. Also die Zwergenschuhe. Ich sehe hier auch nirgendwo einen Timer oder so eingeblendet. Und wenn ich nach oben fahre, sehe ich nur die Wölfe. Oh, und meine Beliebtheit, die sinkt jetzt wieder. Kein Problem. So. Fangen wir schon mal ein bisschen mit weiter auskleiden. So, jetzt ist mein Stein schon mal alles aufgebraucht, bis auf das, was hier drüben ist, was ich noch erst einsammeln muss. Aber wir haben die Zufriedenheit wenigstens schon mal wieder hochgeboostet. Mhm, das ist ein schönes Gebiet. Für den Düngestein. So, machen wir es erstmal so. Die Holzpflanzen können wir bei Bedarf noch verschieben. Bei dir warten wir jetzt aber wirklich, bis du Level 4 oder so bist. So, und das hätte ich gerne auch noch alles ausgebuddelt. Hm. Das hier ist nicht ganz so ideal. So ist es besser. So. Oh, hier wäre auch noch etwas Turmalin. Das könnt ihr mir auch noch da rausholen. Da kommt da erstmal eine Brücke hin und später dann der Steinklotz. Ich finde, es läuft einigermaßen. Hier kann ich schon mal auf 2 stellen. So, die kann ich hier rüber verschieben. Und hier kommt erstmal hier eine Leiter hin. So, dass die zur Not hochklettern können. Werden sie mir hier jetzt Turmalin besorgen? Komm. So, jetzt haben wir schon mal genug Karottenpflanzen. Also ja, das Erntegebiet hier gefällt mir sehr gut. Hier kann ich ziemlich gut handeln mit den Pflanzen. Hier kann ich effektiv 10 Pflanzen hinstellen und die wachsen alle. Mit einem Düngestein.
Es ist die super Preisfrage. Wie mache ich es hier mit dem Labor? Das Gebiet bietet sich nämlich ziemlich gut an, um da ein Labor reinzusetzen. Also hier unten. Ich müsste das Ganze allerdings noch etwas vergrößern. Vielleicht hier alles wegmachen. Weil das hier reicht als Schlafgemach. Wie das jetzt gerade klang. Als Schlafbereich eigentlich. Super aus. Kann ich hier noch zwei Betten hinstellen? Und dann habe ich... Ah, wie erreicht man da das Bett? Das ist jetzt blöd. Ah ne, da stelle ich sie halt so hin. Kopf an Kopf. Dann passen hier insgesamt 6 Betten rein. Und ich habe hier unten genug Platz für... Wow, hier unten ist ja noch mehr Zeug. Du verhungerst. Das finde ich jetzt nicht so gut. So. Steintreppe. Was hier an Rohstoffen liegt, ist auch schön. Oh, und hier wäre sogar noch Silbererz. Hä? Erstmal so, hier hoch, so. Hier wäre auch wieder schön viel Turmalin. Da ein bisschen Silbererz. Wir haben wieder einen Punkt für Militärspezialisierung. Aber ich schnapp mir die beiden jetzt mal. Und lass sie hier an den Wölfen kostenlos XP kriegen. Das bringt ihn schon mal auf Level 7. Au. Kriegt ihr es nicht hin, den einen Wolf zu töten? So. Dann den Wolf. Dann habt ihr hier noch einen Wolf. Und dann war es das. 3 Wölfe. Okay, letzter Wolf. So, noch ein Treffer und ihr habt ihn auch besiegt. Na kommt. Ein schöner Treffer und runter zur Haupthalle und gut ist. So, was machen wir hier am besten? Erst einmal das da noch ausheben. Dich da rausholen. Und dort eine Holzbrücke oder ja, eine Holzbrücke. Hinsetzen erstmal. So, mit dem Stein können wir schon mal weiter dekorieren. So. Wenigstens die Treppe hier nach unten. Und hier die Umrandung von unserem Spawnraum. So.
Ich würde sagen, wir machen hier noch eine Etage tiefer einfach. Oh, aber nicht hier.